wieder. Was ist denn mit dem Nachwuchs in unserer Berliner und überhaupt in der deutschen Theaterlandschaft? Gibt es da Talente? Na, selbstverständlich gibt es da Talente. Ich kenne da zum Beispiel einen jungen Mann, der, dem wird nachher gesagt, dass er mir ganz gut nachmachen kann, aber ich weiß ja nur nicht. Ich habe den leider noch nie persönlich gesehen. Der war damals bei den Stachelschweinen und der Wolfgang, mit dem ich ja nun schon ewige Zeiten bekannt bin. Wir waren zusammen auf derselben Schauspielschule bei Marliese. Der hat, wollte mir immer eine Einladung schicken, hat er leider nie gemacht. Und so habe ich den damals nicht gesehen. Inzwischen ist er leider nicht mehr bei den Stachelschweinen, ja. Nicht mehr dabei, aber der soll ganz gut sein, der Junge, ne? Ja, ja. Wolfgang Baro heißt er übrigens. Genau, jetzt ist er bei RTL, spielt er am Bösewicht, aber ich sag Ihnen was, also der sollte lieber ein komisches Fach wechseln. So eine Serie könnte ich mal vorstellen, Vater und Sohn. Ich der Vater natürlich und er der Sohn. Wäre doch eine wunderbare Sache. Damals mit Harald und Elli, das war ja schon herrlich und da könnte der auch mitmachen, so eine Sache. Gute Idee, aber trotzdem, was der Wolfgang Baro so auf der Pfanne hat, Harald Juhnke, das gucken wir uns mal an. Der kann nämlich auch ganz was anderes, ein Klassiker spielen. Schauen wir mal rein. Angeln und sich ergänzen aufs Beste. Mein dünner Vetter, oh weh, oh weh. Jetzt kommt sein Lied vom kalten Schnee.